Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Angezockt hier mit dem Game Autonauts. Das Spiel kam bereits 2019 raus. Ich habe es das letzte Mal gespielt, irgendwie 2020 im Mai, so viel ich weiß. Und das ist eben aktuell im Angebot, noch bis einschließlich dem 19. September 2022, dass ich das auch mit dazu sage. Und kostet jetzt halt aktuell gerade mal 10 Euro anstatt 20 Euro. Es ist auf jeden Fall mal ein anderes Spiel zu dem, was ich sonst immer hier so zock, von wegen Zombies schnetzeln und so weiter oder Survival Games. Und ich wollte es euch einfach mal zeigen, weil ich finde es recht niedlich und das kann einen auch wirklich stundenlang fesseln. Mal gucken, ich mache auf jeden Fall ein neues Spiel. Ich werde auch dieses Angezockt wieder am Stück aufnehmen, sprich, das werden am Ende vielleicht zwischen 3 und 5 Parts werden, vielleicht werden es auch ein paar mehr. Einfach, dass ich das Spiel zeigen kann und dass ich drüber bleiben kann und es werden eben Hardcuts gemacht, ohne Begrüßung oder Verabschiedung. Tja, und da fliegen wir schon. Tja, wir müssen uns jetzt im Grunde erst einmal hier einen Platz aussuchen und zum anderen auch entscheiden, was wir machen wollen, ob wir siedeln wollen, also das normale Spiel im Grunde, ob wir es frei machen wollen. Dann wären alle Technologien im Grunde schon freigeschalten oder im Kreativ, da haben wir halt dann ohne Beschränkungen alles sofort zum Bauen. Wir machen auf jeden Fall das normale Spiel, das Siedeln. Jetzt gucke ich nur mal, wo wir vielleicht irgendwelche bestimmten Rohstoffe haben oder nicht. Was mir jetzt mit am wichtigsten ist, ist eigentlich auch Baum. Da haben wir Sand. Okay, und Bäume haben wir recht viele. Ich würde vielleicht sogar sagen, dass ich eher in dem Bereich hier anfange. Schauen wir mal. Also hier haben wir nämlich recht viele Bäume. Und von den Ressourcen an sich, wir haben, naja, da haben wir aber fast keinen Stein, ne? Und Stein brauche ich auf jeden Fall. Oder ist es Stein? Das müsste Stein sein, oder ist das der Stein? Ne, dann überlege ich schon, ob wir vielleicht nicht lieber da unten hingehen. Das wäre, glaube ich, dann sinniger, ne? Dass wir dann daher fliegen. Dann hätten wir auf jeden Fall genug Baum. Und wir hätten... Ach, da steht ja Baumwollpflanze, Getreidepflanze. Oh meine Güte. Steine sind, glaube ich, überall, ne? Ergiebige Gesteinsvorkommen. Ne, dann passt es sogar da oben. Dann passt es sogar da oben. Das muss ich mal ja eh freischalten. Dann hätten wir hier ergiebige Ton... Steinvorkommen. Das passt schon. Man sollte halt einfach ein bisschen schauen, dass man einen Standort erwischt, der recht gut gelegen ist. Aber es sind halt einfach viele Sachen auch dabei, die sind dann einfach zu weit weg. Aber gut, dafür ist es ja ein Automatisierungsgame, ne? Dass man sich das dementsprechend dann auch ranschaffen kann mit seinen Robotern. So, ja, würde ich sagen, gehen wir dahin. Zufällige Objekte. Kleiner Planeten, Größe umschalten, Müll. Spielaufzeichnung für schnelle Wiedergabe. Tutorial auswählen. Ja, das Tutorial lassen wir. Das machen wir jetzt einfach mal gemeinsam. Ich weiß zwar ungefähr noch, wie es geht, aber es ist, glaube ich, nicht verkehrt. Alle 10 Minuten wird der Spielfortschritt automatisch gespeichert und dieses Symbol wird angezeigt. Alles klar, Annäherung an den Planeten. Koloxlow. Da sind wir. Servusler. Willkommen, ich bin Otto Null und ich werde dir helfen, dich auf deinem Leben als Autonaut vorzubereiten. Entdecke, sammle Ressourcen, erschaffe Gebäude, Werkzeuge und Maschinen, automatisiere Abläufe, entwickle Industrien, forsche, siedle. Jawohl, frisch ans Werk. Bewege die Kamera mit WASD. Es ist selbsterklärend im Grunde. Verwende das Mausrad oder Bild ran und raus, um zu zoomen. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich die Kamera eigentlich auch... Nee, ich kann sie nicht nach oben drehen, aber das passt schon. Wenn du die Orientierung verlierst, drücke X, um die Ansicht zu zentrieren. Also wenn ich keine... Kann ich mal die Kamera? Genau. Wenn ich dann X drücke, dann bin ich automatisch wieder hier drauf. So, es gibt neue Planeten zu erkunden. Also im Grunde meint er neue Flächen. Und immer wenn man dann in so einen Abschnitt geht, hat man im Grunde einen neuen Abschnitt freigeschalten. Das machen wir jetzt halt einfach mal, dass man ein bisschen mehr... Land ziehen. Okay, nun zu den Grundlagen. Schwupps.
Finde einen Stein mit einem Linksklick, hebst du das Objekt auf. Per Rechtsklick auf den Boden lässt du alle Objekte fallen, die du in Händen hältst. Man kann auch bei Steinen und bei Stöcken kann man auch mehrere Sachen, ich glaube bis zu vier, genau vier Stück kann man aufheben und dann war's das. So, und da wir einiges an Bäumen brauchen und ich glaube, dass wir, ja, wir sind richtig schön zwischendrin, ne? Aber ich glaube, dass ich eher mal daher gehe und dann da auch mal die Steine herdroppe. Vielleicht sammle ich auch mal noch ein paar Stöcke ein. Ich finde es wirklich sehr, sehr niedlich und das ist ein Automatisierungs-Game, was auch auf Dauer fesseln kann, muss ich wirklich sagen. Das fesselt enorm. So, da noch. Dann würde ich sagen, ich hole mir gleich mal die Nuss, auch wenn es jetzt im Moment noch nicht relevant ist. So, genau, wir können ja das in die Tasche schieben mit Q. Ne? Und den Stein aus dem Rucksack hervorzuholen. Wenn deine Hände frei sind, drücke wieder Q oder klicke auf das Symbol. Also ich kann auf jeden Fall immer ein Ding auch im Rucksack behalten und man kann später dann auch die Verbesserungsslots noch freischalten. So, halte die Alt-Taste gedrückt und bewege den Mauszeiger über ein Objekt, um zu sehen, welche Aktion du damit ausführen kannst. Diese können sich je nachdem, was du hältst, ändern. So, ich habe jetzt einen Stock in der Hand, da kann ich gar nichts machen. So, die schmeiße ich jetzt mal beide daher. Dann nehmen wir mal den Stein. Und mit dem Stein sehen wir dann schon, ah, okay, ich kann den Baum, glaube ich, hacken oder sowas. Ah ja, genau. Macht er dann automatisch. Ne, warte mal. Tun wir das weg. Ja? Ach so, die Alt-Taste. Oh. So. Und bewege den Mauszeiger über ein Objekt. Genau, also ich kann jetzt ja gerade im Moment nichts machen. So ist es. Wenn ich den Stein in der Hand halte und gehe auf den Baum, dann sehe ich, okay, ich kann mit dem Stein den Baum fällen. Jetzt hat, okay, da habe ich jetzt ein bisschen geschlafen, muss ich sagen. So, dann können wir nämlich den Baum fällen. Dauert natürlich. Das Spiel hat mittlerweile auch extrem viel Mods, habe ich festgestellt. Unter anderem auch eine Mod, dass das Werkzeug nicht kaputt geht. Aber ich muss ehrlich sagen, das möchte ich jetzt noch nicht nutzen. Das werden wir vielleicht später mal im Verlauf des Games gemeinsam machen. Aber jetzt möchte ich mich da wirklich durchkämpfen und dann halt 10 Äxte herstellen, meine Güte. Gut, die Grundlagen hast du drauf. Wenn sich deine Technologie entwickelt, schaltest du neue Baupläne für Bauwerke, Maschinen und weiteres frei. Klicke auf das Symbol oder drücke E, um deine Baupläne aufzurufen. So, da haben wir die Baupläne. Aktuell haben wir nur die einfache Werkbank. So, klicke auf den Bauplan für die einfache Werkbank, um ihn auszuwählen. Ich muss jetzt echt überlegen, wo ich die hinstelle, weil das Ganze hat ja was mit Automatisierung zu tun. Und da wird noch einiges kommen. So, sammle Teile für den Bau der einfachen Werkbank benötigt werden. Füge sie mit einem Rechtsklick auf das Fundament hinzu. Du kannst prüfen, was benötigt wird, indem du über das Fundament streichst. So, wir brauchen zwei Stämme, zwei Stöcke. Kein Thema. Schnappen wir uns mal die zwei Stöcke hier. Die schmeißen wir mit Rechtsklick hier drauf. Und dann brauchen wir noch zwei Stämme. Stämme kann man immer nur einen tragen, was eigentlich auch sinnig ist, weil die Dinger sind ja schwer, ne? So, und warte mal, wenn wir jetzt eh schon da sind, dann schalten wir gleich mal hier noch die Ecken frei. Ich bewege mich zwar jetzt nicht so schnell, aber ist egal. Jawohl, dann haben wir nämlich schon mal hier einen schönen Überblick und dann weiß ich auch ungefähr, wo ich meine Roboter dann hinschaffen kann. So, ich bin jetzt gleich mit Rechtsklick draufgegangen. Schwupp, dann wird es gebaut. Zack, und wir haben einen Werkbank. Hübsch. Mit Hilfe dieser einfachen Werkstatt kannst du einfache Werkzeuge und Teile bauen. Lass uns ein besseres Hackwerkzeug herstellen. Mit einem Linksklick auf die Werkbank rufst du die Baupläne auf. Jawohl, wir können herstellen eine einfache Axt. Dafür brauchen wir natürlich einen Stock. Und wir brauchen einen Stein. Und dann bringen wir das Ganze gleich mal daher. Und wir haben eine Axt. Pading. Cool, dein erstes Werkzeug.
Klicke auf die einfache Axt, um sie aufzuheben. Vergiss nicht, dass du Q drücken kannst, um zu verstauen, was du in der Hand hältst. Mit einem Rechtsklick kannst du es ablegen. Jawohl. Wunderschön. Nutze die einfache Axt, um einen gefällten Stamm zu Brettern zu verarbeiten. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erst einmal daher und fällen ein paar Bäume. Ja, wobei, ich darf nicht alle fällen. Ne? Ich muss auch aufpassen. Ich muss ja dann später den Robotern, die ich herstelle, auch Anweisungen geben, was sie machen sollen. Und dann wäre es natürlich blöd, wenn ich mir zu viel Zeug wegfälle. So, genau. Wir gehen einfach mit der Axt hier drauf und dann hackt er nämlich uns Bretter. Weg mit der Axt. Das ist mir nämlich auch schon passiert. Da habe ich dann die Axt in der Hand behalten und hatte dann plötzlich Pfosten. Verarbeite die Bretter zu Pfählen. Ja, das mache ich sofort. Ich würde nur gerne... Warte mal. Wir machen jetzt erst einmal hier noch Bretter. Und ich glaube, 4 Stück kann ich aufnehmen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jawohl, 4 Stück können wir aufnehmen, weil dann nehmen wir die nämlich gleich hier mit her. Man kann auch immer nur eine bestimmte Anzahl zusammenschmeißen. Also in dem Fall dann sind es 4 Stück. So, dann hauen wir das Ding einmal zu Pfählen. Wunderbar. Nicht schlecht, den Holzfällerkram hast du offensichtlich verstanden. Jetzt weißt du, wie einfach Teile hergestellt werden. Erweitere deine Werkstatt, indem wir ein neues Bauwerk errichten. Drücke E, um wieder auf deine Baupläne zuzugreifen. Jawohl, und zwar den Roboterfertigungsstand. Yep, und den platzieren wir... Gute Frage, ich würde ihn jetzt halt einfach daher machen und fertig... Ja, komm, es ist eigentlich total egal. So, wir brauchen hier 2 Stämme und 3 Bretter. Nein. Oh, man kann es leider nicht abbrechen, glaube ich. Doch, man kann es abbrechen mit Rechtsklick. Also, wenn es dir am Hacken bist und dann wäre es blöd, wenn du dann plötzlich das Brett, was du aufheben willst, zu Pfosten verarbeitest. So, nehmen wir mal die wieder in die Hand. Verstaue sie. Und dann holen wir mal noch Stämme. Es gibt auch eine Mod, wo man schneller läuft. Wäre vielleicht etwas, was man auf jeden Fall aktivieren könnte. Jawohl, und dann brauchen wir noch einen. Da liegt noch einer rum. Ich will ja mal einen Roboter bauen, der mir jetzt dann Bäume fällt. Ne? Deswegen kümmere ich mich jetzt erst einmal nicht weiter drum. Schwupp. Und unser Werkbänkchen ist fertig für die Roboter. Lässig. Diese einfache Roboterwerkstatt ist ein Tor zur Welt der Automatisierung. Wir müssen einen neuen Roboter herstellen, den wir anlernen können. Jawohl, und dafür brauchen wir eben genau dieses Material. Das heißt, ich komme sowieso nicht drum rum. Ich würde sagen, ich schnapp mir mal ein paar Nüsse, wenn das geht. 4 Stück gehen? 4 Stück gehen. Die tue ich allerdings jetzt erst einmal bloß daherlegen, weil ich möchte nämlich nicht, dass mir die abhanden kommen. So, eine nehmen wir. Die kommt hier drauf. Dann brauchen wir einen Pfahl. Wir brauchen 3 Bretter, das heißt, die 2 können wir gleich nehmen. Fällen wir halt einfach mal einen von den Bäumen. Ist ja egal. Bumm. Müssen wir ja sowieso, ne? Wir brauchen ja noch einen Stamm, genau. So, einmal die Axt bitte, dann nächster Baum. Da brauchen wir jetzt ja den Stamm. So, und drauf damit und dann machen wir jetzt halt unseren ersten Roboter. Tada! Mit einem Linksklick auf einen neuen Roboter lädst du ihn erstmal auf. Die haben natürlich Schrauben am Rücken, die man immer aufdrehen muss. Autonautische Montage.
Du bist bereit, mit der Automatisierung zu beginnen. Wunderbar. Dein neuer Roboter benötigt eine einfache Axt, also stellen wir eine her. Der Bauplan ist bereits ausgewählt, also sammle einfach die Teile und füge sie mit einem Rechtsklick auf die einfache Werkbank hinzu. So, wir werden das auch machen, dass wir uns im Grunde gleich mehrere herstellen. Ich weiß bloß nicht, ob das funktioniert. Ich glaube nicht, ne? Nee. So, dann lege ich die zwei mal dahin. Dann hole ich mir nochmal drei Steine. Jawohl. Ich mache das aber, wie gesagt, gleich. Ich weiß nicht, wie viele Äxte ich da herstellen kann, aber ich werde auf jeden Fall gleich die drei Stück machen hier. So, nimm die einfache Axt auf. Mit einem Rechtsklick auf den Roboter gibst du ihm die Axt. Mit einem erneuten Rechtsklick nimmst du sie wieder an dich. Lassen wir es krachen. Sei bereit, meinen Anweisungen genau zu folgen. Jetzt geht es nämlich um die Programmierung der Roboter. Ist deine einfache Axt fertig? Drücke Leertaste, um deine Pfeife zu benutzen und deinen Roboter auf dich aufmerksam zu machen. Mit einem Linksklick auf den Roboter erhältst du Zugang zu seinem Hirn. Das ist momentan leer. Jawohl. Tu jetzt genau das, was ich dir sage. Klicke Aufnahme und zeige deinem Roboter dann, was er tun muss. Während er dich beobachtet, schreibt er ein Programm, um es dir nachzumachen. So, wir nehmen auf jeden Fall die Axt in die Hand. Ne, ist klar. Zeige einem Roboter, wie er eine einfache Axt benutzt, um einen Baum zu fällen. Im Gehirn des Roboters siehst du das dabei erzeugte Skript. Wir gehen gleich mal hier in die Mitte. So. Der lernt es nämlich jetzt, ne, mit dem Baumfällen, ganz klar. Klicke auf die Wiederholen-Taste, um eine Endlosschleife für das Programm zu nutzen. Haben wir, und dann müssen wir Play drücken. Allerdings möchte ich keine Gegenstände bewegen zu Baum. Würde ich gerne den Radius vergrößern, weil dann haben wir nämlich gleich das komplette Gebiet hier mit drin und der ist dann wirklich dann gleich am Fällen. Ich würde sagen, wir gehen bis darüber, weil dann sind nämlich da hinten auch noch die Bäume mit drin. Ja, weil dann haben wir den noch mit drin, da haben wir die alle mit drin, das ist perfekt. So, abhaken und dann auf Play. So. Großartig, deine erste Automatisierung. Dein Roboter wird weitermachen, bis ihm der Saft ausgeht, sein Werkzeug kaputt geht oder es im Suchbereich keine weiteren Ziele mehr gibt. So, jetzt fällt ein Roboter für uns die Bäume. Lass uns doch noch mehr automatisieren. Das Roboterhirn müssen wir im Moment nicht sehen, also schließe es. Jawohl. Ich möchte ihm auch nicht die ganze Zeit aufs Hirn gucken. Wir müssen einen neuen Roboter herstellen, den wir anlernen können. Dein erster Roboter hilft dir bei der Bereitstellung von Ressourcen. Genau so ist es. Wir tun mal die Axt weg, dass ich mir den Baumstamm nutzen kann. Während er hier Bäume fällt, können wir im Grunde... Ja, im Grunde kann ich da gleich... Nee, lass den mal liegen. Wir machen hier gleich mal Bretter. Ich mach gleich nochmal Bretter. So, weg mit der Axt. Dann können wir die nämlich schon mal gleich mit draufschmeißen. So, das andere Brett legen wir einfach damit her. Wir holen uns gleich nochmal einen zusätzlichen Baumstamm. So, wir brauchen noch einen Pfahl und einen Baumsamen. So, einen Baumsamen möchte ich jetzt auch da nicht nehmen. Ich nehme jetzt halt mal vier Stück, dann kann ich drei Stück noch da hinten mit draufschmeißen. Achso, ich habe schon vier. Okay, Moment. Dann schmeißen wir mal erst da einen drauf. Machen wir den Roboter fertig. Und dann schmeißen wir die restlichen damit drauf. Dann haben wir da einen Vierer-Stack. So, mit dem Linksklick auf den neuen Roboter lädst du ihn erstmal auf. Juhu, dein zweiter Roboter ist zum Anlernen bereit. Für die nächste Aufgabe benötigst du einen einfachen Spaten, also stellen wir einen her. Mache einen Linksklick auf die Werkbank, um den Bauplan auszuwählen. Einmal drauf und einmal auswählen. Dafür brauchen wir natürlich auch
Einmal Stein und einmal Stock. Wir haben aber bloß keine Stöcke. So, die lege ich jetzt mal weg. Mal Platz machen. Leider kann man die nicht übereinander stapeln. Holen wir uns mal 4 Stöcke. Ja, komm, die legen wir damit dazu. So, und dann holen wir uns nochmal gleich die 4. Ups. So, sorry für den Schnitt jetzt gerade. Telefon hat geschellt, hat man vielleicht gehört, wenn ich es nicht rausgeschnitten habe. Okay, sammle die Teile für die Herstellung. Ja, genau, beim Spaten waren. Wir brauchen noch einen Stein. Die anderen 3 Stöcke schmeiße ich dahin. Dann schnappen wir uns mal den einen Stein. Dann haben wir zumindest das eine Schäufelchen hier fertig. Du hast es geschafft, ja. Schön, ne? Nimm den einfachen Spaten auf, drücke Leertaste, um deine Pfeife zu benutzen und deinen Roboter auf dich aufmerksam zu machen. Machen wir. So, dann einmal hier auf sein Hirn klicken. Einmal die Aufnahme laufen lassen. Und wir buddeln ein Loch. Bringen wir deinem Roboter mal bei, Löcher zu graben. Mit einem Linksklick auf die Erde benutzt du den einfachen Spaten. Ich würde gerne hierher gehen. Dass wir nämlich gleich hier drin sind. Jetzt warte mal, wenn ich da eins... Ich weiß gar nicht, ob der überall buddelt. Roboter operieren innerhalb festgelegter Bereiche, welche du bearbeiten kannst. Klicke auf den Suchbereich-Taste des Roboters. Machen wir. Zack. Dann auf Maximieren und dann auf Verschieben. Und wir sollen das Ganze dann natürlich auch... Moment, wo war es denn? Es war, glaube ich, eins... Nee, das war schon da. Nur, dass ich die 2 Bereiche von den Robotern übereinander habe, weil es bringt nichts, wenn der eine anpflanzt und dann pflanzt er außerhalb des Gebiets. So, einmal abhaken. Und man sieht schon, ne, der macht alle 2 Felder, macht der hier ein Loch. So. Klicke auf die Wiederholen-Taste. Jawohl, machen wir. Mit einem Rechtsklick auf den Roboter gibst du ihm den Spaten. Machen wir. Klicke auf Wiedergabetaste, um das Programm deines neuen Roboters zu starten. Schwupps. Sieh nur, wie dein Roboter hantieren. So, hey, deine erste automatisierte Industrie ist beinahe fertig. Eine einfache Forstwirtschaft. Stellen wir einen weiteren Roboter her und bringen ihn bei, Baumsamen zu säen und die Unternehmung nachhaltig zu gestalten. So, er ist jetzt am Buddeln. Ich glaube, der hat den Stamm auch raus, ne? Okay. Gehaltenen Gegenstand verwenden, säen und Unternehmen. Jawohl. Einmal schließen. So. Achso, noch einen Roboter. Ja, klar. Oh Mann. Also manchmal wundere ich mich schon über mich selbst. Den bringen wir bitte einmal davor. Und dann gehen wir nochmal los, weil wir brauchen nämlich auch Bretter. Und ich brauche meine Axt. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ist denn die? Ich glaube, das da war die angelutschte. Ja. So, dann gehen wir nämlich mal daher und machen schnell 2 Bäume zu Brettern. Einmal weg mit der Axt. Einmal daher. Halt, warte. Gleich da drauf, bitte. 3 Stück. Das andere dahin. Dann brauchen wir eine Nutz. Ist jetzt aber auch die einzige, die ich noch hole. Weil wenn ich den anderen zum Pflanzen abkommandiere, dann soll der da unterwegs sein. So, dann brauchen wir noch einen Pfahl. Da haben wir jetzt halt leider keinen, aber das ist egal. Machen wir mal schnell einen. Und wir brauchen noch einen Stamm und den holen wir natürlich noch. Zack, und drauf damit. Gut, mit einem Linksklick auf den neuen Roboter, jawohl, laden wir ihn erstmal auf.
So, dann haben wir, yeah, lass uns die Automatisierung dieser simplen Forstwirtschaft fertigstellen. Drücke Leertaste, um deine Pfeife zu benutzen, Roboter zum Anlernen auswählen. Und genau, Aufnahme klicken. Finde einen Baumsamen mit einem Linksklick, nimmst du ihn auf. Jetzt gehen wir erst einmal hier vor, dass uns der Roboter auch folgen kann. Gut, dann nehmen wir uns einen Baumsamen. Und dann stopfen wir den Baumsamen hier in eins der Löcher. Mit einem Rechtsklick auf ein Loch legst du den Samen darin ab und pflanzt einen neuen Baum. So, klicke auf die Wiederholen-Taste, um eine Endlosschleife für das Programm zu nutzen. Machen wir. Klicke auf die Wiedergabetaste, um das Programm deines neuen Roboters zu starten. Nein, wir brauchen nämlich noch den Fundort für die Samen. Und das würde ich natürlich gerne auch dahin packen. Warte mal, war das jetzt... Ich glaube, das war hier. Ist aber egal. Also, das passt jetzt nicht. Einmal auf Abhaken und dann einmal auf Play. Sieh dir diesen Roboter an. Das 1x1 des Autonauten-Tutorial abgeschlossen. Super, du hast soeben dein erstes Zertifikat erhalten. Wunderbar. Ja, abhaken. Hier ist deine Akademie-Grundlagen-Erinnerungstafel. Willkommen auf der Akademie. Du hast soeben dein erstes Autonauten-Zertifikat erhalten. Hier ist eine neue Mission, für die du ein weiteres Zertifikat erhältst. Du kannst die Mission anheften, um sie beim Spielen im Auge zu behalten. Alle Entwürfe und damit verbundenen Teile findest du hier. Du kannst sogar auf die Teile klicken, um zu erfahren, woher sie kommen. Jawohl. Viele nützliche Hinweise hier. So, wir haben hier Baupläne. Ne? Ist klar. Man sieht auch, was da noch alles kommt mit Tieren und so weiter. Super interessant. Und hier ist dann quasi nochmal die Tipps, die im Grunde uns der Roboter gegeben hat. So, das hier ist im Grunde meine, meine Aufgabenliste. Dass wir das haben. Und es müsste jetzt normalerweise irgendwo angezeigt sein. Tutorial abgeschlossen. Gut gemacht. Du hast deine Autonauten-Training abgeschlossen. Ich kehre zum Schiff zurück, aber ich werde deine Fortschritte im Auge behalten. Ist doch super. So. Wir haben jetzt halt im Grunde hier einmal meine erste Forstwirtschaft, dass wir das immer sehen, ne? Wie viele Bäume wir gefällt haben, wie viel Erde ausgehoben und so weiter. Und hier haben wir unsere Roboter. So, und die kann man natürlich auch umbenennen. Der ist jetzt ja gerade ausgewählt, ne? Das ist quasi der Pflanzmann. Der Pflanzer ist es. Achso, klicke Stopp. Ja, ja. Das ist der Pflanzer. Dann haben wir hier den Butler. Und wir haben hier den Holzfäller. Wunderbar. Ist, also für mich ist es wichtig, dass ich dann immer gleich sehe, wenn ich hinschaue, was das für ein Roboter ist. Ne? Das ist ganz klar. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz zu ihm hier. Zum Aufziehen. Weil der hat nämlich keinen Saft mehr. Bei ihm ist es... Bei ihm ist es... Was fehlt da? Ach so, der... der sucht Eicheln oder was? Nächster Fundort für Loch. Ah, okay. Stopp. Nächster Fundort für Loch, den muss ich ja auch festlegen. Zack, zack. Und dann müssen wir natürlich das Ganze hier noch mit drüber schieben. Ne? Das ist klar, das soll ja alles in einem Bereich sein. So, zack. Und dann machen wir auf Play. Und dann ist er nämlich jetzt halt auch am Suchen und findet dann auch die ganzen Samen dafür. So, dann machen wir den mal aus. Gucken wir mal, was der Butler hat. Ich glaube, der ist out of energy. Yep. Der hat kein Werkzeug mehr. Das heißt, die müssen wir jetzt erst einmal wieder eine Axt bringen.